So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade ein neues Video von Zelda Ocarina of Time abgedreht. Und wo es dann zum Rendern ging, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich bin heute aber ganz schön leise. Ja, bis ich gemerkt habe, verdammt, ich hatte vorher bei Aufnahme mein Mikro nicht aktiviert. Oh Mann, und jetzt ist diese ganze Aufnahme natürlich ohne Ton. Und ja, jetzt muss ich das nachvertonen. Und das werde ich jetzt mal machen. Ja, wie gewohnt starten wir eben in unserem Haus im Kokiri-Dorf. Und wir machen das einfach so. Ich drücke wieder den Magic-Button und stehe wieder hier in der Steppe. Und was müssen wir machen? Wir müssen den letzten Stein finden von den dreien. War in letzter Zeit ja in der Dodongos-Höhle drin. Und deswegen müssen wir jetzt, wenn wir vorher sowas wie Wald, Feuer, müssen wir jetzt wahrscheinlich Wasser finden. Deswegen müssen wir in das Reich der Zoras, wie wir schon mal aufgeschnappt haben. Randinformation. Navi, hey, was gibt's? Ich frage mich, ob Salia etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Dann fragen wir sie mal. Also es war sehr, also es hat mich so ein bisschen genervt natürlich, wo ich jetzt gerade so schön aufgenommen habe, so schöne Witze gemacht habe und dann war mein Mikro nicht aktiviert. Warum das immer wieder mal mir, warum das mir passieren muss, finde ich schlimm. Listen, willst du mit Salia sprechen? Ja. Hallo Link, ich bin es, Salia, hörst du mich? Sammelst du die heiligen Steine? Du musst noch einen finden, den heiligen Stein des Wassers, oder? Der Dekobaum erzählte mir einst, dass ihn König Zora besitzt. Willst du nochmal mit dir reden? Nö. Mein, klar, ich hätte das jetzt abdrehen können und so inszenieren können, dass es nicht auffällt, als ich damals das, oder heute das Mikro vergessen habe, aber ich fand es eben so witzig, weil es vielleicht ja schon mal dem einen oder anderen von euch passiert ist. Da. Kann vorkommen. So. Ja, ein Magiekrug füllt deine Magieleiste mit auf. Hier haben wir wieder die Eule. Gucken, was sie weiß. Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Link. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Ziemlich oft Familie. Ja, dann jetzt einen kleinen Hindernisparcours überwinden. So, was rede ich jetzt eigentlich? Also wenn man aufnimmt, ist es viel einfacher, nebenbei zu labern, als im Nachhinein das wieder nachzukommentieren. Für die Leute, die Zelda sowieso super finden, also es gibt ja auch heute noch Leute, die Zelda noch nie gespielt haben, denen wird es vielleicht nicht ganz so gefallen, aber für die Leute, die sagen, es gibt fast nichts Besseres als Zelda-Musik, weil diese Musik einfach super toll ist, habe ich hier mal einen Link, einen Link rausgesucht. von Lindsay Sterling ist eine Geigenspielerin, die ein Medley gemacht hat zu Zelda-Songs. Fand ich super toll, also bei mir kam da gleich, so wie die angefangen hat zu spielen, Kindheitserinnerungen hoch. Also allein wenn ich jetzt dran denke, kriege ich wieder Gänsehaut, die macht es super genial, guckt es euch auf jeden Fall an. Hier oben ist der Link. Der Link. ja.
Da wollte ich vorhin versuchen, hier diesen komischen Herzcontainer zu sammeln, bin aber dann drauf gekommen. Verdammt, den kriegst du nur, wenn du groß bist. Weil da hast du dann dieses super Tool, mit dem du da hinkommst. Aber ich will jetzt hier nicht rumspoilern. Ist ja nicht Sinn der Sache. Es ist wieder Nacht in Hyrule. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob es der Tee ist, der mich gerade irgendwie, Entschuldigung, aufputscht oder sonst irgendwas. Da unten noch eine Skulltula gefunden. Die musste ich natürlich mitnehmen als 100% Spieler. Ein Double One-Shot. Du hast eine goldene Skulptur. So, jetzt noch mal schnell hier das königliche Lied spielen. Auch nachgucken, kenne ich mich auswendig oder nicht mehr, was natürlich schade ist. Ich kannte die mal alle auswendig. Ich konnte die sogar, ich hatte sogar eine Ocarina. Ich konnte die spielen. Und ich werde mir bestimmt, wenn ich mal ein Kind habe, ein Mobile basteln, was dieses Lied von sich gibt und meinem Kind hilft einzuschlafen nachts. Und mit Salias Lied wird sie wach. Das ist schön. Ja. So, so sieht Zoras Reich aus. Viel Wasser, wer hat's gedacht? Warum klingt mein Nachkommentiergedöns immer so abwertend? Es ist ja alles sehr schön gemacht. Also sehr schön designt für damals. Ich meine, wenn jemand heutzutage ein Spiel auf einer aktuellen Konsole rausbringt und es sieht so aus, dann ja, ist es was anderes. Aber damals war das eine Augenweide. Das ist der König Zora. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Ruto, wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Wir werden erstmal ein kleines Tauchspiel veranstalten, wo einer der schönsten Base-Jump-Sprünge in der Geschichte von Hyrule stattfand. Tauchspiel, 20 Rubine. Macht ihr mit? Natürlich. Okay. Sammelt alle Steine ein, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzt Zeit. Sind alle eingesammelt, kommt hierher zurück. Dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Das ist einer der schönsten Sprünge, die ich jemals gesehen habe. Start! Und hüpf! Also damals, wo ich noch ein Kind war, also vom Alter her auch, bin heute ja mehr Kind als damals, habe ich es nicht geschafft. Also da habe ich auch schon mal 2 Minuten gebraucht, um diese Steine hier zu sammeln. Das war damals schwer. Gratuliere! Ich habe ja etwas Tolles für euch. Kommt her. Glaube ich, hat er gerade gesagt. So. Verschnupft, sag mal. So, falls es auch Leute da draußen gibt, die sich ab und zu schon mal gedacht haben, warum gehst du da nicht hin? Da gibt es so etwas Schönes zu sehen. Hat den Grund, ich weiß nicht mehr alles genau, wo es etwas zu sehen gibt. Wenn ihr der Meinung seid, ich vergesse etwas Schönes, was auf jeden Fall gezeigt werden muss oder sollte, wo ich jetzt schon hin kann, also nicht spoilern bitte, ihr könnt es ruhig reinschreiben in die Kommentare. Also bin da sehr da, also ich habe da kein Problem, wenn ihr da reinschreibt, du Noob, warum bist du da nicht hingegangen? Das sieht so super aus, da kannst du das und das machen. Macht das bitte. Also ich gehe dann da nächstes Mal auch gerne hin, um das eben zu zeigen. Aber klar, Zelda ist ein enorm umfangreiches Spiel, da kann man nicht jeden Platz wissen. Man kann schon, aber ich nicht. Und deswegen macht es einfach.
falls ich irgendwo was Tolles vergessen habe. So, hier tauchen wir gerade in einen super schönen Platz. Hylia See, der mir heute noch schlaflose Nächte bereitet, weil ich immer noch denke, warum bist du damals in diesen Spoiler-Alarm-Tempel gegangen? Ja, aber dazu dann, wenn es soweit ist. Ich bin ja kein Fan von Spoilern. Aber eins sei schon mal gesagt für die Leute, die Zelda schon mal gespielt haben. Ich glaube, ihr wisst, wenn ich sage, ich mag keinen Wald und ich mag kein Wasser. Ich meine, für die Leute, die Zelda nicht kennen, ja, sollte eigentlich auch schon so ein bisschen irgendwo was sagen. Aber egal, ich will, wie gesagt, nicht spoilern. So, hier habe ich gerade geguckt, ob ich überhaupt richtig laufe, weil ich glaube, der See hat zwei Ausgänge. Wenn ich mich recht entsinne. Also hier sieht man es nochmal schön, was damals als weitläufig galt. Also wenn man sich heute irgendwie das vergleicht, so mit Skyrim oder sowas, ist natürlich nicht zu vergleichen, aber ich finde, vom Charme her kann Skyrim mit Zelda, Ocarina of Time, nicht mithalten. Klar, grafisch ist Skyrim on the top und so weiter, aber Zelda hat so diesen Niedlichkeitsfaktor, der mir persönlich stark gefällt. Also es gibt auch in Skyrim an jeder Ecke was zu entdecken, aber Skyrim ist halt mehr so auf Ernst gebürstet, also wirklich auf Ernst gebürstet mit ein, zwei kleinen Easter Eggs. In Zelda gibt's nicht wirklich Easter Eggs, aber es ist zwar auch ernst, aber auch, ja, wieder so knuffig toll. Mein Zelda muss man einfach lieb haben. Wenn man ein Gamer ist, oder von mir aus auch nur ein Zocker. Und ich wage zu behaupten, selbst reine Call of Duty Spieler mögen Zelda. Ja, traue ich mich zu behaupten. Weil es einfach, ja, ein Stück Spielegeschichte ist. Und falls ihr zur jüngeren Generation gehört, die leider damals nicht das N64-Zeitalter miterleben durften, guckt, dass ihr dieses Spiel irgendwo bekommt. Oder guckt natürlich meine Videos. Aber wenn ihr die Chance habt, dieses Spiel zu spielen und ihr habt es noch nicht gespielt, lasst euch wirklich ein auf dieses Spiel. Ich versichere euch, ihr werdet es nicht bereuen. Klar, ihr werdet ein, zwei, hundert Mal an Stellen stoßen, wo ihr am liebsten irgendein Kabel durchbeißen wollt oder irgendein Bildschirm zerstören wollt, weil ihr einfach, ja, voller Frust seid, weil ihr da nicht weiterkommt und gerade überhaupt kompletten Gedankenstau habt. Aber das ist normal, ging mir damals genauso, aber ich habe es geliebt. Wie gesagt, falls ihr die Chance habt, spielt es auf jeden Fall, ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr es spielt, spielt es original. Also wie gesagt, ich glaube im ersten Video schon gesagt, es gibt ja mittlerweile so viele High-Res-Textur-Packs, damit das alles schöner aussieht. Ich finde, Zelda braucht keinen Mod, der es schöner macht. Denn genau diese pixelige, etwas verwaschene Texturgrafik macht Zelda auch aus. Also das ist so ein Stück von diesem Computerspiel, der einfach, ja, der Zelda ausmacht. Also wenn er die Chance habt, es so zu spielen, wie es original ist, macht es auf jeden Fall. Auch wenn ihr noch nie in der Richtung so ein Spiel gespielt habt. Also ich habe damals, was waren meine ersten Spiele, Tetris, ja. Ich stand damals nicht so auf RPG-Spiele. Ich war auch mehr so der Shooter-Fan. Doom, Quake und so weiter, Unreal Tournament.
Dann habe ich eben die Konsolen zu Hause stehen gehabt, wie was hatten wir denn alles? Mir fällt jetzt gerade dieser Name nicht ein von dieser schwarzen Box, wo man dann nur noch diesen komischen Joystick hatte mit den zwei roten Knöpfen. Mir fällt jetzt gerade echt nicht der Name ein. Dann kam eben mal der Nintendo, der Sega nach Hause, der Super Nintendo, PlayStation, N64 natürlich. Und als ich den N64 bekommen habe, mein das erste Spiel hatte ich, glaube ich, das war, was war denn das? Wave Race! Ja. Und Super Mario 64. Und irgendwann hat mein Cousin gesagt, hier, spiel mal Zelda. Und ich kam vom Bildschirm nicht mehr weg. Das war... ja, eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen. Wie gesagt, wenn ihr Zeit habt und die Möglichkeit habt, spielt es auf jeden Fall. So, aber hier weiter im Text bei unserem Video. Wenn wir nochmal das Lied spielen. Und ich muss schon wieder nachgucken, wie es geht, weil ich es mir nicht merken kann über knapp 10 Minuten, 15 Minuten, wie so ein Lied funktioniert. Und wir haben erst zwei Lieder. Genau, da wollt ihr noch lesen, was in der Flaschenpost drin ist. Gucken wir auch noch mal rein. Nanu? Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Es ist ein Brief. Hilf mir, ich bin im Bauch von Lord Yabu Yabu gefangen. Utu, Pes, verrate bitte nichts meinem Daddy. Und was werden wir als Retter von Hyrule machen? Den Papa betzen. Natürlich. Da gibt es jetzt auch eine schöne Geschichte dazu. Das war eben damals, wo ich Zelda angefangen habe zu spielen. Meine Cousine ab und zu mal zugeguckt. Und sie hat damals folgenden Satz zu mir gesagt. Ich erzähle es dann gleich, wenn es soweit ist, dann wirkt es vielleicht besser. Erstmal hier ihm den Brief zeigen. Dieser Brief, er ist von Prinzessin Ruto. Lasst mich lesen. Sie ist im Buch von Lord Yabu Yabu. Das ist doch nicht möglich. Lord Yabu Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yabu Yabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Ich behalte diesen Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto. So schnell ihr könnt. Geht genau um dieses Quietschen. Ich saß damals vom Bildschirm und hab mich laut gefragt, warum quietscht der so? Und meine fünf Jahre alte Cousine meinte so, nackter Arsch auf Fliesen quietscht eben. Und ich fand es damals so witzig, ja, Tränen gelacht. Und jetzt muss ich eben immer dran denken, dass der da mit seinem nackten Arsch auf den Fliesen rumrutscht. So, aber bevor es losgeht zu Lord Yabu Yabu, müssen wir noch etwas, eine Besorgung erledigen. Noch einmal schön Base jumpen. Und einen Fisch geangelt. Du besitzt jetzt einen Fisch. Lasse ihn mit sie frei und bla blub. So, jetzt geht's auf zum Lord Yabu Yabu. Wie es da natürlich weitergeht, sehen wir dann natürlich in der nächsten Folge. Aber wir haben ja noch ein paar Minütchen.
Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, aber gerade irgendwie... Ja, keine Ahnung. So, hier sehen wir, ja, Lord Yabu Yabu, so eine Mischung aus Wal, Wurst und Hund. Aber trotzdem lieb gestaltet, also ich finde die Augen von ihm einfach putzig. Nein, klar, Easter Eggs, ja, also soll der halt eine Anspielung an Moby Dick oder Pinocchio eben sein. Mein gut, Pinocchio ist ja auch von Moby Dick inspiriert worden, mit Wal verschlucken und so weiter. Weil ich jetzt Blödsinn erzähle, korrigiert mich. So damals auch Captain Ahab natürlich in den weißen Wal gekommen. Er hat ihm Fisch vor den Mund gehalten. Ja, wie gesagt, nächstes Mal geht's in diesem Dungeon weiter in Yabu Yabus Bauch. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einschalten würdet, tut. Wir werden uns nächstes Mal eben auf die Suche nach dieser Prinzessin begeben, werden viele neue tolle Sachen bekommen und werden sehen, was diese komische Kaulquappe macht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.